Genauso wie früher bei GTA. Bin ich durch den Park gefahren, in dem Sinne habe ich immer die Leute umgefahren. Würde ich im echten Leben natürlich nicht machen. Ah, guck mal hier, ein Iveco. Zustand 1 Stern. Das kann man noch mal einen neuen Mitarbeiter zumuten, oder? Du hast auch keinen Ah. Lappen, Joni. Oh, die Nine ist da. Hallo. Ich habe halt auch keinen Lappen mehr, Joni. Hast du jetzt, glaube ich, vorhin dann wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Wie sieht's denn aus, Kaktus? Fährst du noch eine kleine oder machst du Eine jetzt ganz Feierabend? kleine können wir noch machen. Ich überlege Dann. gerade, ob ich einen günstigen LKW kaufe. Okay. Für nochmal einen Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter brauchen einen LKW und dann können sie auch Kohlen ran schaffen. Sie. Oh, guck mal hier, den Classic. Ah, Also ne, hier bei mir Zustand jetzt, ich 1 zeige das mal Stern. für meine Leute. Die haben ja alles umgestellt. Garagenmanager. Hier die ganzen gestrichelten Sachen. Du kannst ja auch bei mir kurz reingucken, wenn du magst. Ich Ich habe habe jetzt zum gerade Beispiel nichts bei hier mir steht gerade, wo ich rein. reingucken kann. Bei mir steht 33 Garagen. 8 Garagen sind aber mit so Bindestrichen, weil die dann zu den Pro-Mods gehören, für diese Kartenerweiterung, die ich hier eigentlich habe. Ich kann gar Deswegen nicht natürlich. kaufen. Ich habe doch gar keine Garage, ich Idiot. Das ist noch keine eigene Garage. Naja, ich müsste die Garage ja wieder upgraden jetzt. Die Ja, neue. oder eine andere Garage kaufen. Oder das. Genau. Das kostet mich jetzt ja auch wieder 100.000 und das gebe ich heute noch nicht aus. Nee, bei mir, wie gesagt, sieht man eigentlich 33 Garagen. In einigen ist hier auch schon was drinne. Dann, wo war jetzt hier der Arbeits, genau. Und hier, ich habe 54 Mitarbeiterinnen. Das klingt doch gut. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das dazu kam, aber ich wollte einfach mal so austesten, wie viele Bilder und so die und Namen die haben. Zeit zu Und gehen. habe quasi dann irgendwann angefangen von wegen, weil auch von den Werten her war damals irgendwie eine Lady die beste. Und dann habe ich halt angefangen mit einer Lady und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, mach's mal nur Mädels und versuchst es mal auszureizen, ab wann es dann vorbei ist mit Bildern oder Namen. Okay, so geht los, ne? Achso, ja, ich war nämlich gerade im Menü, habe gerade nicht aufgepasst. Sehr schön, dass du das sagst. Biege nach rechts ab. Jetzt fährt er wieder runter und muss gleich wieder hier drauf fahren, oder? Nein, nein. Diesmal Wir haben nicht. jetzt 55 Kilometer bis zum Hänger. Okay. Aber ja, könnte ich sein, sonst. Immer geradeaus. Geradeaus, ja. Einfach geradeaus, ja. Oh, und ich muss tanken. Das habe ich ganz vergessen. Wenn da gleich eine Tankstelle ist, ist das meine. Also. Ja, da ist eine. Wir tanken gleich erstmal. Ja. Meiner ist auch nur noch halb voll. Kommen auch nur noch 2974 Kilometer dann. Der Raser schon wieder. Guten Tag, Herr Undankbarer Denno. Da ist ein Auto neben dir. Eieiei. Gibt er mir den genau in den Weg? Sind wir hier bei Wreckfest oder was? Oh, das war schön, ey. Das war schön. Das war die Rache. Für den Transporter vorhin. Tank mal lieber schneller. Ja, oh, da gehen wieder ein paar Gallonpreise. Aber der Dieselpreis ist gerade okay mit 1,55. Ich habe hier schon teurer Okay. getankt. Also erstmal jetzt nochmal kurz auf mein Chat zum Reagieren, weil wir ja auch jetzt untereinander. Nine, mir geht's super.
heute bei meiner Mutter Karten spielen. Mein Bruder und ich haben wieder beide gewonnen. Ja, Kaffee getrunken, schön unterhalten. Dann natürlich mit meiner besten Freundin ein bisschen unterwegs gewesen. Und jetzt muss ich noch den blöden Motor ausschalten. Musst du auch noch tanken? Ja, ja. Aber bei mir geht's schnell. Ja, macht ja nichts, aber ich muss erwarten. Ich dachte gerade, wo ist denn mein Hänger? Ich gucke in den Spiegel, ich dachte gerade, wo ist mein Hänger, aber den holen wir ja erst. Ja. Joni, ja, was meinst du, warum ja manchmal. Oh, was übrigens mir gerade wieder auffällt. Dankeschön, dass du durch deinen Satz mir das gesagt hast. Hier bin ich nämlich wieder. Hallo? Jetzt könnt ihr auch euer Herzchen haben, das ich die ganze Zeit gezeigt habe. Aber keiner gesehen hat, weil ich meine Cam aus hatte. Wegen dem, was Joni auch geschrieben hat. Cannabiskonsument. So. Ah. Blink ich da rechts, Alter? Was ist denn mit mir los? Ja, wie ein alter Herr. Blink nach rechts, aber links. Ich weiß nicht, was sie meinen, junger Herr. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, Nine, wie war dein Tag heute? Hast du auch einen wundervollen Tag? Genauso Denno, wie sieht's mit deinem Tag aus? Ah! Du verdammter Alter! Aber ehrlich! Bitte rechts halten. Das finde ich cool. Entspannt. Ja, das war super knapp. Aber Joni, du hast mein Überholmanöver nicht gesehen vorhin. Da war ich quasi. Nimm die Ausfahrt rechts. Hier rechts abbiegen? Also fast noch näher war ich am LKW dran. Und dann bin ich erst auf die Überholspur gezogen. Ach. So wie das jetzt hier. Achso, der muss hier runter. Sag das ich hab doch. Gesagt, rechts abbiegen. Ich hab nicht zugehört, ich hab mich unterhalten mit meiner Community. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nein, Brain AFK. Ja, und das ist auch immer gut. Das kann ich auch gut. Brain AFK ist, eigentlich ist das bei mir Standard. Es gibt Leute, die würden sagen, welches Brain? Ja, das, was sie halt nicht haben, was halt AFK geschaltet ist. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Schön die Reifen quietschen lassen. Ich muss die Reifen warm machen. Nabenschmerzer. Nimm diese Ausfahrt. So, wir sind gleich da, Marc. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Sie sind am Ziel angekommen. Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Hast du die Mauer geknutscht? Ja, er kam nicht rum. Ich wollte dich abbringen, aber das geht ja gar nicht, ne? Ich glaube, bei uns ist ja die ganze Zeit kollisionsfrei. Das, Nein, nur auf dem Gelände. Ja? Ich glaube, ich habe das so eingestellt. Nicht, dass ich wüsste, weil den Geist über deinem Namen hast du nur, wenn wir auf dem Gelände fahren. Wie gesagt, wenn über dem Namen bei mir dann ein Geist ist, dann weißt du, es ist kollisionsfrei. Aber ich habe dich nicht getroffen, oder? Nee, wir haben uns gar nicht getroffen. Komplett nicht. Also ich bin jetzt auch um dich herum gefahren, so ungefähr. Verdammt, hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Okay, wir fahren los. Da hat sich die 8% Schaden überhaupt nicht gelohnt. Wie ich sehe, sucht der Kaktus eine neue Versicherung. Jawohl. Habe ich mich gut beworben für gerade, oder? Was war das denn, fragt Marie. Naja, ich wollte ihn abdrängen. Ist mir ein bisschen das Heck weggerutscht, könnte man sagen. Der Arsch ist mir weggerutscht. Der Arsch ist ihm auf Grundeis gegangen. Ah, so schlimm würde ich jetzt nicht sagen, aber. Immer geradeaus.
Ah, herrlich. Ah, ja, auf jeden Fall lustig. Auf jeden Fall lustig. Das kostet wieder Geld, aber... Spaß kann man sich auch mal was kosten lassen. Ja, ist ja nur virtuelles Geld. Zum Glück. Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. War nur Top-Eis, kein Grundeis. Okay. So, ja, aber ist auf jeden Fall die letzte Fahrt, Alter. Meine Kopfschmerzen. Eben war kurz cool, jetzt geht's wieder los. Ja, wenn du auch so gegen die Wand bretterst, dann hätte ich acht Kopfschmerzen. Ja, hast auch wieder recht. Das ist, ja, den Punkt gebe ich dir. Tagsüber oftmals, also okay, im echten Leben jetzt machst du es beides eigentlich mit Lichthupe, aber hier im Spiel tagsüber, weil man die Lichthupe oft nicht sieht, machst du es dann mit Hupe und nachts machst du es mit Fernlicht quasi, dass du dann Zeichen gibst, wenn jemand vor dir reinfahren darf. Das funktioniert in dem Spiel? Ja, beim Online hast du gewisse Regeln. Und das Geile ist, natürlich quasi gewisse normale Regeln hast du ja auch, wie jetzt bei der Fahrschule sozusagen. Aber bei Online hast du ja sozusagen auch andere Regeln und die Leute im großen Teil halten die sich dran. Das ist quasi, du lernst, hast nicht ein Fahrschulbuch, aber du lernst die Regeln in dem Sinne und ja, dann hast du dich dran zu halten. Okay. Ansonsten geht natürlich auch ein Admin hin, wenn es jetzt ganz gravierende Sachen sind und kickt dich natürlich dann. Aber deswegen da mit diesem Kirkenis, wo ich ja mal erzählt habe, du hast ja nur eine Schotterpiste quasi in dem Sinne als Weg. Und da müssen aber zwei Leute vorbei, weil die einen wollen ja rein, die anderen wollen ja, wollen ja raus. So, da, wenn du da natürlich durchrast und kriegst dann andere weg, bist du natürlich vom Server gebannt. Immer aber ansonsten in dem Sinne. Wie meinst du, auf RP-Basis? Roleplay. Wahrscheinlich. Ach so, ja, nee, wie gesagt, du fährst halt einfach normal, du hast keinen Verkehr bei dem Online-Ding, bei ProMods. Aber du hast halt, wie gesagt, Kartenerweiterung in dem Sinne installiert. Und ja, fährst dann halt. Es gibt also, wie gesagt, zwei, drei Orte, die sind halt sehr überfüllt, deswegen ist da natürlich auch Stau. Oder auch natürlich interessanter Langstrecken. Also Kirken ist, wie gesagt, der Schotterweg. Da fährst du 34 Kilometer, wenn du zur falschen Uhrzeit online bist, brauchst du 4 bis 6 Stunden, bis du durch bist. Dann hast du den Hinweg vielleicht geschafft, aber den Rückweg noch. Rechts halten und dann klingt auch irgendwie interessant, ne? Ja, weil du hast halt, wie gesagt, einen Schotterweg, da musst du halt quasi einer reinfahren, einer rausfahren. Manchmal ist er breit genug, dass er aneinander vorbeikommt. Gibt gewisse Kurven, da ist es halt nicht der Fall. Und dann hast du nochmal eine Brücke oder Tunnel zwischendrin sozusagen, da passt halt auch immer nur einer durch. So, das heißt, wenn du auf der Karte siehst, da stehen 10 Leute, dann lässt du die 10 Leute rausfahren. Weil die rausfahren sind immer wichtiger als die, die reinfahren, wegen dem Auftrag. Und dann musst du die Leute durchlassen. Wenn die durch sind, dann darfst du erst reinfahren. Mhm. Und je nachdem natürlich manchmal, wie Platz ist, unterhalten die sich dann auch von wegen. Weil wenn du keinen rausfahren lassen kannst, weil zum Beispiel einer steht neben dir, und ich sag mal, der dann als nächstes noch rausfahren will, würde dann dir den Weg versperren, dass du nicht rein kannst. Dann bildet sich ja auch so eine Art Stau, wo quasi gar keiner, also geht es nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts ungefähr.
Ja. Und da musst du dann rechtzeitig Bescheid sagen. Hier, bei mir geht nur noch die Nummer, sage ich mal, so und so. Und dann müssen die stehen bleiben, die anderen, damit du dann Platz machen kannst für die Leute, die reinfahren. Weil erst wenn du ja reinfährst und deine Kette sich ja weiter fortbewegt, kann die andere Kette sich dann irgendwann auch wieder fortbewegen. Weil bei denen ja das gleiche Prinzip schon entstanden ist, dass ja keiner mehr vor uns zurückkommt. Immer geradeaus. Aber das, wie gesagt, das kann halt richtig Spaß machen. Das glaube ich. Ich hatte auch schon mal überlegt, witzig wäre das ja auch, wenn man hier so Push-to-Talk macht, ne? Also... Du musst dann jedes Mal mit Y drücken, musst du dann reden. Genau, so funkgerätmäßig, ne? Ja, du hast den CB-Funk, genau. Und da musst du dann auch zum Beispiel gucken, gewisse Leute, also Firmen, die jetzt so Trucks booken oder sowas machen oder dieses Bettbau oder sowas, die haben dann manchmal ihre Kanäle und dann gibt es natürlich manchmal auch noch länderbedingt Kanäle. Das heißt, sage ich mal, irgendwie alles, was Spanisch redet, ist auf Kanal 1, 2, 3 und meistens die Deutschen sind auf 9 und 10, glaube ich, oder auf 9 und 8. Da findest du meistens dann die Deutschen. Oder auch die manchmal Allgemeinheit, die es noch nicht umgestellt hat. Es gibt ja auch Alleinspieler sozusagen, die stellen das dann nicht um und reden auch mit keinem oder wie auch immer. Ja, ich finde schon mal gut, dass die Deutschen nicht auf Kanal 88 sind. Nee, es gibt ja glaube ich schon nur 9 oder 10 Tournees beim CB-Funk. Ja. Aber dann, da musst du halt wirklich dann die ganze Zeit auch mehr oder weniger dann, je nachdem was du machst, CB-Funk nutzen. Oder halt dann schreiben. Es gibt auch Leute zum Beispiel, die dann auch, wie ich sage ich mal, so eine halbwegs große Firma haben. In dem Sinne wollen dann nur Leute abwerben, verdienen ihre Kohle ohne zu fahren. Stehen die in Kirkenes nur rum so ungefähr und schreiben nur ab und zu mal den Text von wegen Eier, geh mal hier bei Trucksbook auf den und den Link und treten ja an der Firma weiter. Okay. Weil die müssen ja nicht fahren, um Kohle zu verdienen, so wie wir das machen wollen. Aber wir wollen das ja auch jetzt natürlich zum Beispiel für unsere Zuschauer. Es wäre jetzt natürlich langweilig, 6 Stunden rumzustehen, sich nur eine Landschaft anzugucken und sonst nichts, ja. Weil man Werbung macht. Nee, aber irgendwann, wenn die Firma groß genug ist, ne Chat, dann machen wir ein bisschen Sightseeing. Dann ballern wir einen Truck einfach mal durch die europäischen Städte, gucken uns diese komischen Videos an. Okay, was ist hier jetzt los? Ja, kannst. Das ist auch immer ein guter Trick. Der hinten macht schon den Weg frei für den vorderen. Ja, ne? Das hat gut funktioniert. Oha. Ja. Das sollte das Ding nicht überfliegen? Wir haben nämlich zusammengebaut. Ja, das hat ja vorhin nicht funktioniert, was wir jetzt gemacht haben. Nee. Wir haben ja beide den gleichen Gedanken gehabt, von wegen, ich zieh mal nach links und mach mal den Weg frei. Volksbanken, Reifeisenbanken oder wie war das? Genau, wir machen den Weg frei. Död. Ah ja. Nicht mehr weit. Nee. Denk dran, nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ich finde halt hier die Landschaft schön, ne? Also wirklich. Also das, was das Spiel schon zeigt. Und ich glaube, wenn du hier mal in echt ein bisschen durchballerst, echt schön hier. Landschaft und so, also auch wenn das ja nicht direkt im Fokus steht, aber die haben es schon echt gut gemacht. Ich finde aber, die könnten sie mehr noch in Fokus rücken, weil du fährst ja durch die Landschaft und das ist das Einzige, was du zu sehen kriegst. Weißt du?
deswegen manchmal auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen auch anders oder größer oder so, hätte ich die Städte auch gerne gestaltet, dass man da auch was sieht. Weil zum Beispiel, sag mal, wenn du in Frankfurt fährst, dann siehst du ein, zwei Gebäude, die kennst du, aber ansonsten ist es natürlich ein Furz, was du siehst von Frankfurt, ja. Ja, es ist immer nur im Endeffekt der Bereich, wo du, der Industriebereich, ne? Hamburg bist du hauptsächlich am Hafen. Jetzt, ne? Wo ich jetzt nun mal auch herkomme. Ja, wie bei, hier bei mir von Wiesbaden ist ja auch zum Beispiel, also bei Promos hast du ja Wiesbaden drin, es ist ja auch nur quasi hinten wie Frischierstein so ungefähr Hafengebiet. Mhm, ich glaube, das hattest du beim letzten Mal schon erzählt. Dass Wiesbaden bei Promos mit drin ist. Uah! Gott. Driftete die Sau mir auf einmal weg. Ja, aber da, also ich würde mir auch wünschen, dass sie da noch ein bisschen mehr an Energie reinstecken. Immer weil du hast schon recht, man sieht ja nicht wirklich sonst was. Aber trotzdem dafür, dass das Spiel ja so alt ist, dass sie das immer noch so auf, sage ich mal, guten Stand haben, dass es mit den heutigen Spielen mithalten kann und auch immer noch zum großen Teil populär ist. Also, ja. Ist schon geil. Also da haben sie schon auch echt was richtig gemacht, muss man sagen. Ja, die haben ja auch grafisch immer noch nachgebessert, ne? Ja, ja, deswegen sage ich ja. Insgesamt ja auch alles, ja. Auch mit den Fahreigenschaften, wenn es regnet, dass das dann rutschiger ist oder wie auch immer, oder der Bremsweg dann länger und so Kram. Ja. Das sind ja manchmal auch Kleinigkeiten. Ja, oder auch manchmal Lichteffekte oder so, habe ich auch schon gesehen, wo sie dann Updates reingebracht haben. Weil früher konnte ich zwar mit Fernlicht leuchten, aber ich konnte nicht dann Innenraum beleuchten, so ungefähr. Oder andere Sachen dann so auf die Art. Obwohl, also jetzt, ich weiß natürlich nicht, ich glaube, American Truck Simulator ist nicht ganz so bitte rechts halten. Populär wie das hier. Das ist weiß ein bisschen, also weniger, weil die, ich sag mal, also auf die Art, die meisten die mögen eher das Euro Truck. Also ich habe mal mitgekriegt, sage ich mal, die Amerikaner so ungefähr spielen lieber natürlich American Truck Simulator. Aber klar, ich sag mal, die Europäer oder die Asiaten oder sowas zum Beispiel, die scheinen auch eher das Eurotruck lieber zu mögen als das Ami. Okay. Also von den Landschaften her finde ich das hier um einiges cooler, weil man mehr sieht. Oh Gott! Ich war noch zu schnell. Oh. Und aber ich mag halt die amerikanischen Trucks lieber, ne? Nee, ich mag die langen Schnauzen nicht. Oh, ich liebe das. Das ist für mich ein Truck. Das, was wir jetzt hier gerade fahren, ist eine Krankheit. Aber das ist halt Geschmackssache. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Irgendwie höre ich dich nicht mehr. Nee, ich kann dir natürlich zum Beispiel auch nicht sagen. Also, ich habe ja keine American Truck Simulator, deswegen kann ich ja nicht sagen, was da so rumeiert. Zum Beispiel, wenn du da ja dann sowas wie Promods oder sowas spielst. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es sowas für eine American Truck Simulator gibt, aber bei dem europäischen Ding, du siehst halt super viel Türken, sag ich mal, irgendwelche asiatischen, japanischen Leute so in der Art, in die Richtung. Das ist schon echt heftig. Mhm. Ich hab das, also, ich hab das Gefühl, in diesem Spiel steckt noch mehr Arbeit als American Truck Simulator, obwohl dieses Spiel älter ist. Also das wird mehr unterstützt. Und kann das American? Dadurch 2 oder 3, 4 Jahre später? Weiß ich glaube 2013 kam hier der Teil raus. Ja. Okay. Das finde ich immer geil, wenn du links abbiegen willst, dass die NPCs dann stehen bleiben. Die machen dir den Weg frei. So.
Ein letztes Mal für heute. Ganz woanders hin ausnahmsweise. Ja, siehst du. So. Da sind wir drin. Alles klar, Ramrod. Danke, dass du reingeguckt hast. Wunderschönen Abend noch. Bis denn. So, wir sind bald. Vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Stream, Leute, dass wir Level 15 erreichen. Dann gibt es einen neuen Motor und neues Getriebe. Sofern genug Geld da ist.